Hallo, willkommen zurück. Wir werden uns jetzt anschauen, wie man eine For-Schleife verwendet und wie man Bedingungen damit verknüpft. Am Ende von den nächsten paar Minuten werden wir eine Funktion haben, die automatisch Datenpunkte, die kleiner sind als 5, grün zeichnet und alle, die größer sind als 5, rot zeichnet. So, schauen wir uns dazu wieder unser Beispiel an vom letzten Mal. Wir haben unsere Funktion Daten laden und anzeigen, laden eine Datei rein. Wir plotten per Figure die Daten. Ja, mehr macht die Funktion nicht. Also ich zeige das nochmal. Also so sieht das Ganze aus. Jetzt müssen wir irgendwie feststellen, wie groß die Datenpunkte sind. Also, Moment, ich kann vorher nochmal kurz den Breakpoint setzen und schauen wir uns die Daten an. Für die, die jetzt erst eingeschaltet haben, also wir haben hier die Funktion ImportData, die lädt die Daten hier rein und wir haben dann hier ein Datenarray mit Daten in einer Matrix. Ein Datenvektor, ganz simpel. So, und die Daten plotten wir hier. So, und jetzt nutzen wir die For-Funktion oder die For-Schleife, um jeden einzelnen Datenwert durchzuschauen. Ja? Also, das Ganze machen wir mit dem Befehl for. So, und zu dem Befehl for gehört immer end. So, wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns jetzt genauer an. Also, ich mache eine Schleife, das heißt, eine Schleife ist eine Schleife, weil sie immer und immer wieder durchlaufen wird. So, angenommen, ich würde jetzt eine Schleife machen, die 10-mal durchlaufen wird, dann würde ich schreiben for i gleich 1 bis 10. So, und das war schon. Jetzt schauen wir uns mal mit einem Breakpoint an, was da passiert. Also, starte das. So, jetzt haben wir hier, achtet hier oben mal auf mein i, es ist beim ersten Durchgang 1. Also ich durchlaufe die Schleife, hier innen drin passiert noch nicht viel, ja, ich bin bei diesem End angekommen. Jetzt mache ich den nächsten Schritt mit F10, ja, und bin wieder hier unten, ja, also ihr seht mal, zick, bin wieder hier unten, zick, bin wieder hier unten. Mein i wird hochgezählt, ja. Und ich mache vielleicht mal ein anderes Beispiel, schreibe hier nochmal rein, a gleich 1 plus i. So ist, glaube ich, eindeutiger. Also ich lasse das Ganze nochmal laufen. So, wir sehen jetzt hier, unser Wert a im ersten Durchgang ist 2, weil ich rechne a gleich 1 plus i. I hat den Wert 1, ja. So, warum ist das so? Also ich habe hier meine For-Schleife, den Befehl for, und sage für i den Wert 1 bis 10. Also mein i bekommt den Wert 1 bis 10, sprich beim ersten Durchgang hat es den Wert 1, beim zweiten 2, beim dritten 3, so lange bis 10 erreicht wird. Wenn 10 erreicht wird, läuft die Schleife zum letzten Mal durch. Ja? So, und so lange der Wert 10 noch nicht erreicht wird, wird diese Schleife durchlaufen. Also wir sehen, beim ersten Mal ist i1, so, dann mache ich weiter, also ich drücke gerade F10 und wir sehen, wie die Schleife durchlaufen wird. Zweiter Durchgang, dritter Durchgang, vierter Durchgang, ich stoppe mal, das sehen wir hier, i ist 4, ja, wenn ich die Zeile ausführe, dann ist a gleich 5, weil 1 plus 4 ist 5. Ja, also ich bin jetzt offensichtlich beim vierten Schleifendurchlauf. So, das Ganze kann ich jetzt so lange durchmachen, bis i10 erreicht. Jetzt bin ich bei 8, bei 9, bei 10. Ja, wenn ich 10 erreicht habe, dann wird die Schleife verlassen. Also wir sind hier einmal nochmal durchgelaufen, sind hier bei End und im nächsten Schritt tschipp, springe ich runter und habe die Schleife verlassen. Also ich kann damit quasi hier sehr genau steuern, wie oft meine Schleife durchlaufen wird. Dieses for i gleich 10, wenn wir uns das hier einmal anschauen, i gleich 10, jetzt ist hier unten ein Tipp, seht ihr, es ist nichts anderes als ein Vektor mit diesen Zahlen, ja, also eigentlich bloß 1, 2, 3, 4, 5. Im Prinzip schaut diese Funktion eigentlich bloß, wie lange ist mein Vektor und läuft einfach die Länge von dem Vektor durch. Also ich könnte jetzt theoretisch hier auch reinschreiben für 1 und ihr habt das letztes Mal vielleicht gut aufgepasst, dann könnt ihr euch daran erinnern. Jetzt habe ich hier einen Vektor, zeichnen das mal, der hat jetzt die Schrittweite nicht mehr 1, sondern 0,1. Also von 1 bis 10 mit der Schrittweite 0,1. Jetzt habe ich hier 1, 1,1, 1,2, 1,3. Also sprich,
Ja, 91 Werte. Das heißt, unsere Schleife würde jetzt hier, lassen wir sie mal durchlaufen, würde jetzt hier 91 Mal durchlaufen werden. Beim ersten Mal ist der Wert 1, beim zweiten Mal ist der Wert 1,1, beim zweiten Mal ist er 1,2, beim dritten Mal 1,3 und so weiter. Ja? Also die Schleife wird so lange durchlaufen, je nachdem, wie groß dieser Vektor i hier ist. Okay. In der Regel werde ich sowas schreiben, 1 bis 10, dann laufe ich 10 mal durch. 1 inklusive 1 inklusive 10. Okay. So. Jetzt habe ich gesagt, wir möchten anschauen, ihr erinnert euch an das Beispiel, ich möchte jeden Datenpunkt durchgehen und möchte schauen, ob der Wert größer oder kleiner ist als 5. Also wir müssen zuerst mal wissen, wie groß ist eigentlich, sind unsere geladenen Daten. So, jetzt kann ich das Ganze hässlich machen. Das heißt, ich kann von Hand nachschauen und kann sagen, ah, 28 Werte ist natürlich nicht so groß, ist nicht so schön. Deswegen, wir machen uns eine neue Variable. Oder ich schreibe Anzahl Werte gleich. So, und der Befehl, um zu schauen, wie lange eine Matrix ist, lautet size. Schreibe ich hier rein geladene Daten. Und jetzt brauche ich noch die Dimension. Ich möchte in der ersten Dimension wissen, wie lange das Array ist. Nämlich die Anzahl der Zeilen. Schauen wir uns wieder an. Und tatsächlich, wir werden feststellen, hier steht jetzt eine Fehlermeldung. Wunderbar. Weil ich ein E vergessen habe. Geladene Daten, jawohl. Und jetzt nochmal. Und ja, tatsächlich Anzahl Werte ist 28, weil geladene Daten eine Größe hat von 28 mal 1 und der Befehl size liefert mir hier die Länge in der ersten Dimension. Also 28. Perfekt. So, das heißt, ich schreibe hier jetzt nicht von 1 bis 10, sondern von 1 bis Anzahl Werte. Zur Erinnerung, ihr könnt auch bloß die Anfangsbuchstaben schreiben und dann Tab drücken. Genau. Also das heißt, ich habe hier jetzt 1 bis 28, also 28 Schleifendurchgänge. So. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch schauen, ob mein Wert größer oder kleiner ist als 5. Dafür gibt es eine Bedingung, sogenannte, nämlich die If-Bedingung. Das Ganze könnt ihr so schreiben, wie man es umgangssprachlich sagen würde. Also if, und dann wird getestet, ob eine Bedingung wahr ist. Und wenn sie wahr ist, dann ähnlich wie bei der Vorschleife, dann springt man hier in die Bedingung rein. Also if, die Bedingung schreibt man in Klammern. So, und jetzt muss ich sagen, ob ein Wert wahr ist. Also wir haben hier einmal unsere geladenen Daten. Ja, so. Jetzt erinnert ihr euch, ich möchte jetzt ja quasi jeden einzelnen Datenwert ansprechen. Ja? Das heißt, ich muss jeden einzelnen Datenwert durchgehen. Also zuerst den ersten, dann den zweiten, dann den dritten, dann den vierten. Und dafür kann ich wunderbar dieses i verwenden. Dafür mache ich diese Schleife. Ja, beim ersten Schleifendurchgang haben wir gesehen, ist das i1. Das heißt, ich schaue geladene Daten Wert i, also Wert 1 an. Schauen wir uns gleich nochmal an. So, wenn der Wert größer ist als 5, so schreibe ich das, dann soll er doch bitte schön plotten, und zwar diesen Datenwert. So. Und das Ganze dann noch bitte in Rot und einem Kreis. Okay. So. Das Ganze wird so noch nicht funktionieren, aber wir werden uns langsam vortasten. Okay. Also, ich lasse das Ganze mal laufen. Und jetzt sehen wir gleich, wenn ihr euch an das letzte Tutorial erinnert, dass der Plot überschrieben werden wird. Ja, also noch nicht, Moment. So, wir sind noch nicht hier angekommen. Ihr erinnert euch, okay, wir haben erst bei Schritt 15 einen Wert, der größer ist als 5. Schauen wir mal an, wir sind bei 10. 10, 12, 13. Gut, jetzt gehe ich mal Schritt für Schritt weiter. Noch nicht. So, jetzt wird getestet. I ist 15. Das dürfte jetzt hinkommen. So, und jetzt haben wir, genau, bei I größer 15, das heißt geladene Daten i, also geladene Daten 15, der 15. Wert, wenn der größer ist als 5, dann springe ich hier rein. Ja, und das macht er jetzt. Ihr seht es an dem Pfeil. Der wird hier reingesprungen.
So. Und jetzt wird geplottet. Und ihr erinnert euch vielleicht an den Befehl Plot. Der wird das Ganze jetzt hier überschreiben. Ja, also das davor wird rausfallen. Tick. Und nur dieser Datenwert wird geschrieben. Okay, möchten wir natürlich nicht. Das heißt, wir schreiben hier ein Hold on. Damit wird in die bestehende Grafik reingezeichnet. Okay, ich lasse mal das Ganze durchlaufen jetzt ohne Breakpoint. Und dann werden wir sehen, es funktioniert immer noch nicht ganz. So, also wir haben jetzt hier einmal die Grafik und hier an den Werten, die größer sind als 5, tatsächlich was geplottet. Aber das ist noch nicht an der richtigen Position in unserer Grafik. Warum ist das so? Nun, ich plotte, ich übergebe meinen Plot-Befehl hier nur Y-Werte. Und ich gebe dem Plot-Befehl nur einen Y-Wert, nämlich nur 5, nur 6, nur 7, nur 8, nur 9, nur 10. 5 übergebe ich nicht, das war falsch, weil mein Wert muss ja größer sein als 5. Okay. Damit nimmt MATLAB automatisch an, dass der x-Wert zu diesem y-Wert, den ich übergebe, 0 ist, was ja falsch ist. Deswegen werden die alle bei 0, 6, 0, 7, 0, 8 gezeichnet. Wenn ich jetzt möchte, dass die bei der entsprechenden Position gezeichnet werden, hier, dann muss ich dem auch noch sagen, okay, bei der Position, bei der du dich gerade befindest, soll geplottet werden. Das heißt, ich gebe hier ein i ein. Ja? Und jetzt wird der Datenpunkt auch beim 15. Durchgang an der x-Position 15 und dann hier bei der Position, bei dem jeweiligen Wert gezeichnet. Okay, lassen wir es nochmal durchgehen. Und tatsächlich, tada, es funktioniert. Ist das nicht toll? Wunderbar, jetzt habe ich immer, wenn der Wert größer ist als 5, das Ganze nochmal rot eingezeichnet. So einfach funktioniert es. Jetzt kann ich aber auch sagen, was soll er in allen anderen Fällen machen, wenn die Bedingung hier nicht wahr ist, wenn ich jetzt hier nicht habe größer als 5, sondern kleiner als 5. Also ich schreibe dann else, also else in allen anderen Fällen. Ich kann auch else if schreiben, dann könnte ich noch mal eine Zwischenbedingung machen, zum Beispiel wenn der Wert zwischen 2 und 5 ist. Ja, aber ich schreibe jetzt einfach mal else. So, also else in allen anderen Fällen, da muss ich nicht mal eine Bedingung schreiben, weil das ist logischerweise in allen anderen Fällen wahr. Und jetzt copy-paste ich diesen Befehl und mache hier anstatt, dass er rot zeichnen soll, einen roten Kreis, sage ich einen G, also einen Green Kreis. So, und das war's schon. Also ich speichere wieder und lasse das Ganze durchlaufen und schon haben wir hier tatsächlich alle Werte grün geplottet. So einfach funktioniert's. So, wir können das Ganze jetzt nochmal Schritt für Schritt durchgehen, damit wir Schritt für Schritt sehen, was passiert. Also zuerst wird unsere Grafik geplottet. Weil wir Hold-On-Befehl machen, bleibt das Ganze so, wie es ist. Und jetzt gehen wir Schritt für Schritt durch. Ich drücke F10. Sehen, beim ersten Schleifendurchgang ist I1. Ja, jetzt wird geschaut, if geladene Daten von I, also von 1, ist hier 1. Ihr seht es. Falls das wahr wäre, würde er hier reinspringen. In allen anderen Fällen soll er hier reinspringen. Ja, schauen wir mal, ob er das auch tatsächlich macht. Ja, okay, er merkt, okay, das stimmt nicht. Also else, also da rein. So, und jetzt plotte an der Stelle i, die ist 1, bitte den Wert i von geladene Daten in grün und einen Kreis. Und tatsächlich, ihr seht hier vielleicht einigermaßen gut, dass das geplottet wird. Ja, machen wir den nächsten Durchgang. Das gleiche passiert wieder. Ja, das Ganze passiert so lange. Ich gehe jetzt mal einfach durch, halte gedrückt, bis wir hier bei, jetzt haben wir 14, einmal geht noch. So, jetzt sind wir bei 15, hier. Und bei 15, jetzt endlich ist die Bedingung wahr. An der 15. Stelle haben wir den Wert 6, der ist größer als 5. Und jetzt springen wir hier rein und jetzt wird quasi dieser Punkt rot geplottet. So, das Ganze kann ich wieder durchlaufen lassen. So. Und fertig. So einfach funktionieren im Prinzip Schleifen. Ja, also zur Erinnerung, ihr macht dieses i gleich und dann kommt euer Array oder euer Vektor, den ihr übergebt. Und diese Vorschleife wird jeden Wert in diesem Vektor nach und nach durchgehen. Der Wert, den ihr dann habt, ist in diesem i drin. Und damit könnt ihr dann schöne Ma Sachen machen. Also zum Beispiel hier Bedingungen. If, ja, ihr könnt natürlich hier auch reinschreiben, kleiner als 5, natürlich. Gar kein Problem, ist bloß eine Zeit. Und wenn wir das Ganze jetzt durchlaufen lassen, sehen wir, wie auf einmal alles andere rot ist. Ja? So.
Ihr könnt hier auch Befehle machen, kleiner gleich. Ihr könnt auch Sachen machen wie gleich. Ja? Gleichheitszeichen, wenn ihr nur ein Gleichheitszeichen macht, dann denkt MATLAB, es ist sowas wie hier, also eine Wertezuweisung. Wenn ihr testen wollt, ob etwas gleich ist, dann müsst ihr zwei Gleichheitszeichen reinmachen. Ja? So. Jetzt haben wir nur, wenn die Werte 5 sind, alles rot. In allen anderen Fällen sind die Werte wieder grün. Ja? Ihr könnt das Ganze auch kombinieren. Ihr könnt auch sagen, wenn die Werte 5 sind, so, jetzt muss ich selber kurz ausprobieren, und wenn die Werte 3 sind, ja, dann soll rot gezeichnet werden. Das und macht ihr durch diese und, glaube ich zumindest. Okay, Moment. Genau. Also, es war richtig gedacht, falsch gesagt. Also, wir haben die Möglichkeit, Bedingungen zu verschachteln. Ja? Also, wir können sagen, wenn die Bedingung hier und die Bedingung richtig ist, dann springe ich hier rein. Das war jetzt natürlich ein bisschen blöd von mir, weil das kann natürlich nicht stimmen. Also, dieser Wert i kann ja niemals gleich 5 sein oder und gleich 3. Was ich hier brauche, ist ein oder. Ich möchte, dass, wenn das stimmt oder wenn das hier stimmt, hier unten reingesprungen wird. Das oder ist dieses Zeichen. Das ist, wenn ihr Alt, Grammatik und die Taste links von Y drückt. Ja, also diese Striche. So, das ist oder. Wenn ihr hier oder reinmacht, dann müsst ihr jetzt nach Adam Riese genau, wunderbar, diese beiden Werte angezeigt werden. Also hier gilt, wenn die Bedingung stimmt oder wenn diese Bedingung stimmt, dann springe ich hier rein. In allen anderen Fällen machen das hier. So. Das Ganze könnte man natürlich auch noch verschachteln. Man könnte jetzt auch sagen, wenn das hier oder das hier stimmt und ich hier noch eine Klammer drumherum machen und gleichzeitig gilt noch irgendein anderer Wert. Oder wenn das größer ist oder so. Ja? Also das sind Bedingungen, wie man Bedingungen miteinander verknüpfen kann und verschachteln kann. Also Bedingungen hier, wenn die wahr ist, mache irgendwas, größer, kleiner oder. Ja. Es gibt auch in der MATLAB-Dokumentation natürlich sehr viele Beispiele dazu, ich finde auch im Internet viele Beispiele, aber das ist eigentlich das Grundprinzip. Ja, Vorschleife und Bedingung. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bei Fragen in die Comments, ansonsten bis bald.